Ich bin mir sicher, Herr Staatsanwalt, dass es hier war. Ich erinnere mich an diese Einfahrt und an diesen wunderschönen Garten. Okay. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher an, würde ich sagen, oder? Aber wo ist denn das große Schild? Komisch. Bergmann und Co. Unternehmensberatung. Damals stand etwas ganz anderes drauf. Anlageberatung Bergmann & Friends. Und dieses Schild ist auch etwas kleiner. Aha, okay. Ich habe da schon so eine Ahnung. Kommen Sie mal mit. Bitte schön. Na, erkennen Sie es wieder? Ja, sicher. Hier am Empfang hat Herr Nico Held gesessen. Okay. Aber diese Dame ist mir völlig unbekannt. Guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag, Herr Kedazzo, mein Name. Ich bin ermittelnder Staatsanwalt. Das hier ist Frau Plüsch. Guten Tag. Und Frau Plüsch war vor ein paar Monaten hier, etwa Ende Juni. Mhm. Und sie meint, dass hier eine ganz andere Firma ansässig gewesen sein soll. Kennen Sie eine Firma Bergmann und Friends Anlageberatung? Nein, der Name sagt mir überhaupt nichts. Wie heißen Bergmann und Co.? Kann das ein Irrtum sein? Ganz sicher nicht. Ich war hier und hier waren sehr viele emsige Leute beschäftigt. Ich hole lieber mal den Chef. Das wäre vielleicht nicht schlecht, danke. Das Buffet steht auch nicht mehr da. Hier stand es. Das ist alles sehr merkwürdig. Naja, jetzt warten wir es einfach mal ab. Der Chef der Firma scheint herzukommen. Guten Tag, mein Name ist Bergmann. Guten Tag. Ich bin hier der Chef. Guten Tag, Herr Bergmann. Kirke dazu mein Name. Ich bin Staatsanwalt. Und wir hätten ein paar Fragen an Sie. Staatsanwalt? Jetzt bin ich aber mal überrascht. Naja, es wird nicht so schlimm werden. Wie gesagt, es sind nur ein paar Fragen. Mhm, sagen Sie mal, hat sich vor einiger Zeit, vielleicht vor ein paar Monaten, eine andere Firma hier eingemietet in diesen Raum? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe die Räume hier schon seit 15 Jahren gemietet. Das haben wir fast gedacht. Sagen Sie mal, die Firma Anlageberatung Bergmann und Friends. Kenne ich überhaupt nicht. Den Nachnamen natürlich, klar. Und der Name Nico Held, sagt Ihnen der was? Nico Held ist ein Freund meines Sohnes. Was ist mit ihm? Sie sollten Ihrem Sohn lieber den Umgang mit dem verbieten. Das ist nämlich ein Betrüger. Na ja, also bitte, Frau Plüsch. Ja? Nico ein Betrüger? Sagen Sie mal, Herr Bergmann, der Name Quirin Bergmann. Quirin ist mein Sohn. Ihr Sohn? Ja. Also ein gewisser Quirin Bergmann soll Inhaber einer Firma Bergmann und Friends Anlageberatung sein. Und diese Firma soll exakt in Ihren Räumen hier Ihren Sitz haben. Zumindest laut meinen Unterlagen. Davon weiß ich überhaupt nichts. Hm. Darf ich mal bitte sehen? Bitte gerne. Das ist ja ein Ding. Die Hauptverhandlung in der Strafsache gegen Martin Rogau wegen Verdacht des Mordes an seiner Großmutter wird hiermit fortgesetzt. Nach dem ersten Verhandlungstag konnte die Staatsanwaltschaft ja aufgrund der Angaben der Zeugin Plüsch diese vorgeblichen Büroräume dieser Anlageberatung Bergmann & Friends ausfindig machen. Und auch der vermeintliche Firmeninhaber, der Quirin Bergmann, der ist ausfindig gemacht worden. Daraufhin wurden die Geschäftsräume durchsucht. Es wurde eine Kundenkartei beschlagen. Es wurden Vertragskopien sowohl von der Getöteten als auch von weiteren Kundinnen beschlagnahmt. Und interessanterweise handelt es sich ausschließlich um Opfer, um Frauen, die von Ihnen als Zivildienstleistender betreut worden sind. Und deshalb vernehme ich Sie hier noch mal als Zeuge, Herr Held. Nachdem inzwischen gegen Sie ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet worden ist, muss ich Sie zunächst belehren. 55 StPO, Sie müssen auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Gut, wenn das so ist, dann möchte ich meine Aussage gerne verweigern und überlasse das Reden lieber meinem Kumpel. Okay, gut, dann nehmen Sie doch noch mal da hinten Platz. Allerdings entlassen sind Sie im Moment noch nicht. Es kann auch sein, dass wir noch Fragen haben, die Sie auch beantworten müssten. Gut, dann hören wir uns jetzt diesen Inhaber der Anlageberatung, Quirin Bergmann, bitte schön an. Das ist der Mann, der mir mein Geld abluchsen wollte. Dieser Verbrecher. Frau Plüsch, jetzt setzen Sie sich mal hin, ja? Sie haben das alles in den falschen Hals bekommen. Ich habe gar nichts in den falschen Hals bekommen. Sie und Ihr sauberer Zivi-Freund sind Betrüger. Frau Plüsch, jetzt nehmen Sie mal bitte schön wieder Platz. Beruhigen Sie sich wieder ein bisschen. Ich unterhalte mich jetzt mal mit dem Herrn Bergmann. Sie nehmen hier vorne Platz, bitte schön. So,
Zuallererst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Quirin Bergmann, 23 Jahre alt, Sie wohnen in Hannover. Sie sind ledig, Betriebswirtschaftslehrerstudent. Und mit dem Angeklagten hier sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Auch gegen Sie ist inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Betruges eingeleitet worden. Deswegen auch an Sie die Belehrung, § 55 Strafprozessordnung. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ich weiß. Aber ich möchte das hier wirklich alles aufklären. Gut, dann schildern Sie uns doch bitte mal, was es mit dieser ominösen Anlageberatung alles auf sich hat. Also zuerst möchte ich sagen, dass wir wirklich niemanden betrügen wollten. Mhm. Herr Bergmann, also wenn Sie hier schon aussagen, dann machen Sie sich bitte nicht lächerlich, ja? Sie wissen ganz genau, dass wir Ihre gesamten Kontenbewegungen überprüft haben. Und da haben wir 20 Damen festgestellt, die inzwischen 5.000 und 35.000 Euro überwiesen haben. Und da wollen Sie sagen, Sie wollten nicht betrügen und den Damen nicht das Geld wegnehmen? Sie verstehen das falsch. Ich verstehe es falsch. Das sollte doch quasi nur ein Kredit sein. Wir wollten den Damen das Geld nie wegnehmen. Ach, ein Kredit. Sie wollten sich nur von den Damen das Geld leihen. Das ist aber nett. Für was wollten Sie sich denn das Geld leihen? Ja, mein Partner und ich, wir hatten da so eine Geschäftsidee. Eine Geschäftsidee? Wir wollten so ein Internetportal aufbauen für unsere Stadt. Wer hat denn die Geschäftsidee? Wir, ich und mein Partner. Wir hatten da so eine Geschäftsidee, das heißt ein Internetportal für unsere Stadt halt. Es sollte in erster Linie junge Leute ansprechen, so eine Art Party-Info mit allem drum und dran. Das wäre der Hit geworden. Und für dieses Internetportal haben Sie Startkapital gebraucht? Genau eben. Ich bin noch quasi Student und da wollten die Banken mir natürlich nichts geben. Und ja, mein Vater, der hat mir auch nicht was geliehen, weil der solchen Projekten grundsätzlich misstrauisch gegenübersteht. Was man ihm auch nicht verdenken kann. Ich würde ihm freiwillig auch kein Geld geben. Frau Plüsch, bitte beruhigen Sie sich. Glauben Sie mir, ich verstehe Sie, dass Sie das denken, aber wir haben das genau ausgetüftelt. Wir dachten nämlich echt, wir leihen dir das Geld aus, wir leihen das Geld von Ihnen und geben es Ihnen nach einem Jahr inklusive Zinsen zurück. Das hätte geklappt. Ich habe das ausgerechnet. Also damit ich das jetzt richtig verstehe, Sie haben vorgegeben, Sie seien eine Anlageberatung, haben dann Geld eingesammelt von Anlegerinnen, von älteren Damen, die der Herr Held betreut hat als Zivildienstleister, haben diesen Damen erzählt, dass sie es zurückbekommen mit 8% Zinsen und haben gehofft, sie stecken es in ihr Internetportal und dass sie so viel Gewinn erzielen mit diesem Internetportal, dass sie es dann wirklich zurückzahlen können. Ja, genau so war's. Aber Sie haben den Damen nichts davon gesagt, dass das Rückzahlen davon abhängig sein würde, ob sich ihre Hoffnungen erfüllen. Sie haben den Damen gesagt, dass es täglich verfügbar ist, das Geld. Täglich zurückzahlbar, oder? Genau, das habe ich denen gesagt, ja. Und welche Rolle spielt Nico Held bei der ganzen Sache? Ja, also Nico ist quasi als mein Partner eingetreten. Durch seinen Job als Zivi, da hat er natürlich jede Menge Kontakt zu alten und wohlhabenden Damen. Und da haben wir uns die Arbeit einfach aufgeteilt. Ich war quasi für das Finanzielle mit den Kunden zuständig und Nico für die Kundenakquise und für die Komparsen. Für was für Komparsen denn? Ja, sehen Sie, damit unser Unternehmen seriös rüberkommt, haben wir hin und wieder ein paar Komparsen eingestellt, die halt geschäftig in den Büroräumen rumlaufen und das hätte uns doch keiner für voll genommen. Das sind ja die Büroräume der Firma Ihres Vaters. Wie haben Sie es mit den Geschäftszeiten geregelt, dass jetzt Ihre Tätigkeit, sage ich mal, nicht mit den Bürozeiten Ihres Vaters da kollidieren? Das war eigentlich ganz simpel. Mein Vater, der hat montags geschlossen. Demnach konnten wir Montag ganz ohne irgendwelche Probleme Termine machen. Meistens auch am Wochenende. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Bis Ihnen die Frau Rogau auf die Schliche gekommen ist, richtig? Nein. Bei Ihnen zu Hause, Herr Bergmann, da wurde eine Kopie von einem Vertrag zwischen Ihnen und der Frau Rogau gefunden. Es wurde allerdings kein Vertrag bei der Frau Rogau gefunden. Da frage ich mich natürlich schon, wo dieser Vertrag hin ist. Das finde ich persönlich auch ganz interessant. Denn meine Oma war eine sehr ordentliche Frau. Bei der ist nie was verloren gegangen. Herr Bergmann, jetzt geben Sie es doch endlich zu. Die Frau Rogau, die hat ihn wahrscheinlich mit der Polizei gedroht. Und da haben Sie und der feine Herr Held sich nicht mehr anders zu helfen gewusst. Und haben die arme Frau Rogau umgebracht. Und dann haben Sie sämtliche Unterlagen verschwinden lassen, damit sämtliche Spuren verwischt sind. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Als ich in der Wohnung war und die Sachen eingesteckt habe, da war Frau Rogau schon lange tot. Jetzt aber, was heißt denn die Sachen eingesteckt? Ja. Belehrung nach wie vor 55 StPO, Sie müssen sich nicht belasten. Ja, ich war ja mit dem Hausmeister zusammen in der Wohnung und als er rausgegangen ist, um Dr. Ullmann anzurufen, habe ich schnell die Unterlagen eingesteckt. Ich denke, dass Sie die Unterlagen schon früher eingesteckt haben, nämlich um ca. 17 Uhr, nachdem Sie die Frau Rogau umgebracht haben. Nein, das ist Quatsch. Und damit Ihnen niemand auf die Schliche kommt, haben Sie eben sämtliche Unterlagen beseitigt. Nein. Sie waren eine Zeuge mit der Frau Rogau los und Sie konnten das Geld,
das die Frau Rogau Ihnen und den Herrn Bergmann für Ihre Anlageberatung überwiesen hatte, behalten. Mensch, dieses scheiß Geld hat mich gar nicht mehr interessiert. Ich wollte nur, dass keiner unseren Plan mitkriegt, dass da nichts aufliegt. Dieser Zivi lügt doch, das ist doch offensichtlich. Wieso kann mir nicht endlich mal jemand glauben? Ich war den ganzen Vormittag, Nachmittag und den Abend bei meiner Freundin im Haus. Also kann ich meine Oma nicht umgebracht haben. Das Haus befindet sich am anderen Ende der Stadt. Wie soll ich das gemacht haben? Moment mal. Was ist denn? Also das kann so jetzt nicht ganz stimmen. Wieso? Weil ich ihn an dem Tag doch ganz genau im Haus von Frau Rohe gesehen habe. Sie haben ihn gesehen. Um wie viel Uhr war das? Es war so kurz nach 17 Uhr. Ich war nämlich mit Nico kurz nach 5 da verabredet. Das ist ja interessant. Dann waren Sie also auch am Tattag bei der Frau Rohe? Ja, nicht direkt. Also wir waren mit ihr verabredet, weil wir sie bitten wollten, noch ein bisschen Geduld zu haben mit der Auszahlung. Ich war wie immer ein bisschen zu spät, park also um die Ecke vom Haus von Frau Rohe. Und da habe ich ihn gesehen, wie er in der Telefonzelle telefoniert hat und da irgendwie voll komisch aggressiv gegen die Tür getreten hat. Das ist doch absoluter Mist. Naja, also was der Bergmann sagt, das kann man ja ganz schnell überprüfen, würde ich meinen. Herr Bergmann, wie hieß denn die Straße, an der Sie eingeparkt haben? Wissen Sie es noch? Das war die Wilderer Straße, Ecke Ziegenweg. Also ich bin mir absolut sicher, dass wir ganz schnell nachverfolgen können, welche Telefonnummer um diese Uhrzeit von dieser Telefonzelle aus angerufen wurde. Kurz nach 17 Uhr, haben Sie gesagt, oder? Ja, genau. Und das Telefonat, das hat mindestens eine Viertelstunde gedauert. Okay. Woher wollten Sie denn das wissen, Herr Bergmann? Ja, also wie gesagt, ich bin dann nach ein paar Milch rein. Und dann hat Frau Rogau auf irgendeine Art und Weise die Tür nicht geöffnet. Jung und ich wollten aber unbedingt noch warten. Aber so dann nach 10 Minuten sind wir dann doch gegangen. Und als ich dann zurück zu meinem Auto kam, da habe ich ihn gesehen, wie er immer noch telefoniert hat. Sonst wäre der mir auch gar nicht so in Erinnerung geblieben. Wissen Sie, was ich ein bisschen seltsam finde? Wieso Sie sich dann nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet haben? Ja, genau. Aus dem Grund, aus dem ich jetzt hier sitze. Herr Vorsitzender, ich hätte eine Anregung. Ja? Vielleicht könnten wir die Hauptverhandlung um 15 Minuten unterbrechen. Ich würde nämlich dann versuchen, diese Telefonnummer ermitteln zu lassen, die von der Telefonzelle aus angerufen wurde. Und ich glaube, das könnte uns Aufschluss über den Anrufer geben. Gut, können wir gerne machen. Gibt es denn noch Fragen an den Herrn Bergmann oder an den Herrn Held? Im Moment keine. Dann bleiben die beiden unvereidigt. Nehmen Sie gerne mal bitte hinten Platz und es ergeht der Beschluss. Die Hauptverhandlung wird für 15 Minuten unterbrochen. Ja, Sie können gerne alle da bleiben oder auch sich kurz die Beine vertreten. Jedenfalls Fortsetzung mit 15 Minuten. Bedanke mich. Dann setzen wir die unterbrochene Hauptverhandlung gegen Martin Rogau wegen Mordes an seiner Großmutter Sigrid Rogau fort. Herr Staatsanwalt, was konnten Sie denn herausfinden inzwischen? Wenn Sie mir noch ein bisschen Zeit geben, Herr Vorsitzender. Ja. Okay, gut, dann hören wir uns jetzt die Verlobte des Angeklagten an. Tanja Sommer, bitte schön. Frau Sommer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie sollen als Zeugin aussagen. Sie wissen, als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich schlagen. Sie heißen Tanja Sommer, 22 Jahre alt. Sie wohnen in Hannover. Sie sind verlobt, Sie sind Sekretärin und Sie sind mit dem Angeklagten verlobt. Und damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie wollen, müssen Sie überhaupt nicht aussagen. Ich will aber. Gut, dann muss aber alles die Wahrheit sagen, klar. Ihr Verlobter, der soll ja am 12. Juli diesen Jahres seine Großmutter mit diesem Kissen hier erstickt haben. Ich weiß. Aber das ist doch alles überhaupt nicht wahr. Schließlich war Martin zur Tatzeit mit mir zu Hause. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie Sie ihn überhaupt hier anklagen können. Weil es ganz einfach berechtigte Zweifel gibt, ob er wirklich bei Ihnen zu Hause war, Ihr Verlobter. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, von wann bis wann genau Sie mit dem Angeklagten zusammen waren, Frau Zeugin. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe das doch alles schon der Polizei gesagt. Vielleicht beantworten Sie die Frage trotzdem einfach. Ja. Martin musste ja lernen. Deswegen war ich den ganzen Tag zu Hause. Ich bin dann gegen 15 Uhr auch nach Hause gekommen. Und wie gesagt, wir sind auch den ganzen Tag zu Hause geblieben, bis wir dann so gegen 23.30 Uhr ins Bett gegangen sind. Frau Sommer, haben Sie an dem Nachmittag, so gegen 17 Uhr, einen Telefonanruf bekommen? Nö, kann mich nicht dran erinnern. Oh. Gehen Sie ruhig ran, Frau Sommer. Das war nicht üblich im Gerichtssaal. Das tut mir jetzt leid. Nee, gehen Sie ruhig hin. Ich würde mich sogar freuen, wenn Sie hingehen. Das tut mir echt leid. Ja, gehen Sie hin, Frau Sommer. Gehen Sie hin. Sommer, hallo? Ja, Frau Sommer. Hier ist Kirke Tatze. Wissen Sie, welche Nummer, das ich jetzt gewählt habe? Ich habe genau die Nummer gewählt, die am 12. Juli um 17.06 Uhr von der besagten Telefonzelle Ecke Wilderer Straße, Zeiwegstraße gewählt wurde. Echt? Ja, und wo bin ich denn da rausgekommen? Bei Ihnen. Ja, also, ja. Da hat tatsächlich so ein Typ angerufen. Mhm. Aber der hatte sich nur verwählt. Ah,
nur verwählt. Also, dann hat er also sich verwählt und eine Viertelstunde gebraucht, denn das Telefonat hat 15 Minuten gedauert. Wieso denn eine Viertelstunde? Um ihm zu erklären, dass er sich verwählt hat. Frau Sommer, was wollen Sie uns hier erzählen? Das Telefonat hat so lange gedauert. Passen Sie mal auf. Ich belehre Sie jetzt zusätzlich nach § 55 StPO. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie sich selbst vielleicht belasten könnten oder Angehörige oder Verlobte. Ja? Was haben Sie denn mit dem Herrn besprochen, mit dem Sie ja telefoniert haben? Ja, also der Typ war ja eigentlich ganz nett, ne? Und irgendeine Frau hat ihm einfach halt eine falsche Telefonnummer gegeben und dann haben wir uns halt ein bisschen unterhalten. Ein bisschen unterhalten? Also Sie haben so ein bisschen, ich sag mal, geflirtet mit ihm, oder wie? Ja, wenn Sie das so nennen wollen. Und das alles, während Ihr Verlobter bei Ihnen zu Hause war? Martin, der war unter der Dusche. So, Frau Sommer, jetzt reicht's mir. Ich glaube Ihnen einfach kein Wort. Das muss doch schon ein komischer Zufall sein, ja? Dass sich dieser Mann ausgerechnet aus einer Telefonzelle bei Ihnen meldet, weil er sich verwählt hat und diese Telefonzelle auch lediglich 20 Meter vom Tatort entfernt ist. Herr Richter. Und dann wurde der Angeklagte auch noch vom Zeugen Quirin Bergmann in dieser Telefonzelle gesehen. Herr Richter, Sie haben doch gesagt, als Verlobte muss ich keine Aussage machen, richtig? Das ist soweit richtig. Gut, dann möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Tja, also eigentlich brauchen wir doch die Zeugin nicht mehr, oder? Für mich ist nämlich ganz klar, dass der Angeklagte kein Alibi hat, dass er der Täter war. Und ich sage Ihnen eines, Sie sollten Ihr Geständnis ablegen und vor allen Dingen nicht andere Leute noch beschuldigen. Es wird Zeit dazu. Wissen Sie was? Ich gestehe überhaupt nichts. So, ich habe meine Oma nämlich gar nicht umgebracht. Herr Rogau, Sie haben Ihre Großmutter eiskalt umgebracht. Geplant haben Sie sie ermordet. Sie sind schon mit dem Vorsatz hingefahren, sie umzubringen. Und wissen Sie, wie man das nennt? Mord. Dafür gibt's lebenslänglich. Aber es war doch kein Mord. Martin wollte das doch nicht. Tanja. Aber ich will dir doch nur helfen. Das muss doch aufgeklärt werden. Das ist alles aus dem Streit heraus passiert. Sigrid hat Martin einfach so sehr provoziert. Tanja, jetzt halt bitte deine Klappe. Aber Sie müssen mir glauben, Martin wollte das nicht. Sie hätten ihn mal am Telefon hören sollen an dem Tag der Tat. Der war total fertig. Tanja, jetzt sei endlich ruhig! Okay, dann sag ich halt nichts mehr. Das ist Ihr gutes Recht, dass Sie nichts mehr sagen. Die Frage ist, ob Sie sich das gut überlegt haben. Ja. Haben Sie gerade nämlich gesagt, er sei zu Hause gewesen. Jetzt höre ich bei dem Telefonat. Das heißt, da gibt es eine Falschaussage, die Sie vielleicht richtig zu stellen hätten, wenn Sie nicht selber Ärger kriegen wollen. Ich sag nichts mehr. Ich sag, das ist Ihr gutes Recht. Ich sag das nur aus Fürsorge, ob Sie nicht selber da einen Kopf aus der Schlinge noch ziehen wollen. Noch weitere Fragen erübrigen sich dann, nehme ich mal an, dann bleibt die Zeugin unvereidigt. Nehmen Sie doch bitte noch da hinten Platz und ich befürchte, der Herr Staatsanwalt wird sich gleich intensiv mit Ihnen beschäftigen. Herr Silow, bleiben Sie da. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister, kommt hiermit zur Verlesung, keine Eintragungen, werden noch weitere Anträge gestellt, noch weitere Erklärungen abgegeben. Keine. Dann schließe ich hiermit die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Hohe Schwurgericht, Herr Verteidiger, aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte der einzige Täter und Mörder, der Sigrid Rogau, nämlich seine Großmutter, eiskalt ermordet hat. Ermordet aus Habgier, weil sie ihn enterben wollte, falls er sich nicht von seiner Freundin trennt, der Zeugin Sommer, die uns hier angelogen hat, dass sich die Balken gebogen hat und die ihm ein falsches Alibi gegeben hat, welches der Angeklagte sicherlich nicht benötigt hätte, wenn er nicht der Täter gewesen wäre. Und auch die anderen Zeugen Bergmann und Held, die haben sicherlich nicht die Telefonnummer der Frau Sommer gekannt und hätten nicht aus dieser besagten Telefonzelle mit ihm telefonieren können. Ich glaube deswegen, dass hier keinerlei Zweifel besteht, dass der Angeklagte hier wegen Mordes schuldig zu sprechen ist. Ich beantrage, gegen eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verhängen und auch die Schwere der Schuld zu bejahen. Der Angeklagte hat hier im Wege seines Tatnachverhaltens in der Hauptverhandlung auch noch bis zum letzten Moment versucht, anderen unschuldigen, insoweit unschuldigen Menschen einen Mord anzuhängen. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, wir haben keine Habgier, wir haben keinen Mord. Das ist überhaupt nicht bewiesen. Vielmehr müssen wir zugunsten meines Mandanten von dem ausgehen, was uns die Zeugin Tanja Sommer geschildert hat, nämlich, dass es zwischen der Großmutter und meinem Mandanten zu einem heftigen Streit kam, dass seine Großmutter ihn unglaublich provoziert hat, dass er auf der Stelle zu dieser Tat hingerissen wurde. Und das ist ein minderschwerer Fall des Totschlags. Ich halte, Hohes Gericht, eine Freiheitsstrafe dafür von 5 Jahren für Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Rogau, beide Anträge haben Sie nun gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen und Sie haben das letzte Wort. Möchte ich nicht, danke.
Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Martin Rogau ist schuldig des Totschlags, § 212 Absatz 1 Strafgesetzbuch, aber deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht der Beschluss, der Haftbefehl des Amtsgerichts Hannover vom 13. Juli 2007 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Wir sind überzeugt, dass Sie Ihre Großmutter getötet haben. Sie waren eben nicht zu Hause an dem Nachmittag und Sie haben von der Telefonzelle, die 20 Meter vom Tatort entfernt ist, Ihrer Verlobten gestanden, dass sie ihre Großmutter getötet haben. Und ihre Verlobte ist natürlich hier glaubwürdig. Das Motiv Habgier liegt natürlich nahe. Sie haben am selben Nachmittag gegen 15 Uhr mit ihrer Großmutter noch telefonisch gestritten. Und da ging es ums Erbe. Sie hatte ihn angedroht, sie zu enterben, wenn sie sich nicht von ihrer Verlobten trennen. Aber ob sie tatsächlich bei der Tötung ihrer Großmutter genau von diesem Motiv geleitet wurden, das wissen wir nicht. Das können wir nur mutmaßen. Die Schilderungen Ihrer Verlobten sind auch insoweit glaubwürdig. Und zu der haben Sie gesagt, es ist aus dem Streit heraus passiert. Sie hat sie provoziert. Das ist denkbar, das ist nicht unplausibel. Wir waren nicht dabei und müssen deshalb zu Ihren Gunsten einfach annehmen. Es kann auch so gewesen sein, dass Sie einfach erzürnt waren darüber, dass Ihre Großmutter zum Beispiel etwas Abfälliges über Ihre Verlobte gesagt hat. Wir wissen es nicht. Und deshalb kommen wir hier im Zweifel zu einem Totschlag und nicht zu einem Mord aus Habgier. Aber wir müssen natürlich nichts hineindeuten, was niemand gesagt und behauptet hat. Und deshalb kommen wir nicht zu einem minderschweren Fall. Das wäre nur der Fall nach dem Gesetz, wenn eine Misshandlung seitens der Großmutter stattgefunden hätte oder eine schwere Beleidigung. Dazu hat der Angeklagte nichts gesagt. Das können wir ihm und wollen wir ihm natürlich nicht in den Mund legen. Wir kommen zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren, weil wir der Meinung sind, dass das ein Totschlag ist, der doch sehr, sehr hart zu ahnden ist. Sie haben große Gewalt angewandt. Es geht ja nicht innerhalb Sekunden, jemand zu ersticken. Da muss man doch ihm sehr, sehr viel und über einen längeren Zeitraum Gewalt antun. Und Sie haben Ihren einzigen Verwandten, die Großmutter, die es mit Sicherheit mit Ihnen nur gut gemeint hat, letzten Endes getötet. So kommen wir zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Allerdings können beide Seiten noch gegen dieses Urteil innerhalb einer Woche Revision einlegen. Natürlich ist es nicht immer einfach mit älteren Menschen, mit einer Oma. Aber die Oma zeigt doch nur, dass es gut mit ihnen meint, dass sie sich Sorgen um sie gemacht hat. Ob sie richtig lag oder falsch bei der Einschätzung ihrer Verlobten, das will ich hier gar nicht beurteilen. Aber sie hat es mit ihnen gut gemeint und sie hat sie geliebt. Und den Menschen, der sie geliebt hat, den haben sie getötet. Damit werden sie leben müssen. Für heute wird die Hauptverhandlung geschlossen. Frau Sommer, Sie bleiben bitte da. Ich erkläre Ihnen hiermit die vorläufige Festnahme wegen dringenden Tatverdachts der Falschaussage zugunsten des Angeklagten Rogau. Sie haben hier falsch in einem Mordfall ausgesagt, der dazu geführt hat, dass der Angeklagte hier immerhin wegen Totschlags verurteilt werden musste. Führen Sie bitte die Dame ab. Frau Sommer, haben Sie Ihre Tasche? Kommen Sie mal mit. Tanja Sommer wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt. Quirin Bergmann und Nico Held wurden wegen gemeinschaftlichen Betrugs in 20 Fällen. Nico Held darüber hinaus wegen Diebstahls, jeweils zu Freiheitsstrafen von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt.